Es geht in ein neues Kapitel von Beyond Two Souls, der Kondensator. Let's go. Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erklär's dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Es ist okay. Ich tue es. Was zur verdammten Hölle? Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Na los, ich bin bereit. Das ist echt krass. Wir warten auf den Befehl. Das Spiel packt jedes Mal etwas Neues aus, womit man nicht rechnet. Mal gibt es ein etwas ruhigeres Kapitel, wo man ein bisschen was aus der Kindheit erfährt. Okay, jetzt sind wir auch gerade nur eine Jugendliche. Aber, und das ist doch die Klinik, in der wir waren, ne? DBA, ja doch, alles sind tot. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden, das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ich nehme mal an, die Rettungsteams oder auch die Mitarbeiter hier drin hatten ebenfalls nicht vor zu sterben, Jodie. Also, höchste Vorsicht ist geboten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ich schließe mich da an. Aber wie schlimm muss das für sie sein? Diese Klinik, in der wir jahrelang lebten. In Schutt und Asche. Und alle tot. Ich frag mich aber, wie das geschehen konnte. Und warum wissen sie überhaupt nichts über diese Existenzen? Die haben doch jahrelang dran geforscht und es zumindest geschafft, ein Portal zu erschaffen. Wie kann man denn dann bitteschön nichts über sie wissen? Interessant aber auch die Aussage, dass sie anders sind als Aiden. Hatte ich also doch recht, dass er der Gute ist? Im letzten Kapitel, als Jodie noch klein war, war das ja so 50... Was war das gerade, Alter? Shit, da war irgendein Licht! Na jedenfalls, als sie noch klein war, war es ja so eine 50-50-Situation. Mal war Aiden nett, mal nicht. Oder es gab tatsächlich noch einen Bösen.
Vielleicht entscheidet sich das ja sogar in einem frühen Stadium, ob die Existenzen gutartig sind oder nicht. Oder aber Aiden ist die einzige Ausnahme seiner Art. Ich schlag vor, wir folgen einfach mal den Blutspuren. Aber das sieht echt nicht gut aus. Scheiße. Geht's da noch weiter? Nein. Wir müssen da rein. Das ist irgend so eine Sicherheitstür, glaube ich, oder? Ach nein, ein Aufzug. Toll. Kannst du da was tun, Aiden? Mal sehen. Warte mal. Wenn Aiden mich die ganze Zeit begleitet, und selber eins dieser Monster ist, sagen wir mal Existenzen, dann nach unten bewegen, okay. Dann müsste er doch irgendwie mit denen kommunizieren können, oder nicht? Oder sie zumindest sehen können. Was ist das für ein Geräusch? Oh shit, da liegt einer. Ah ja. Immerhin, die Ursache, warum der Aufzug feststeckt, die haben wir gefunden. Jetzt sollte es gehen. Wow, wow, hey, warte, warte, warte. Ich hoffe, sie erschrickt jetzt nicht, wenn sie die Leiche sieht. Ich glaube nicht, dass Jody jemals eine vorher gesehen hat. Klar, kein schöner Anblick. Aber ich befürchte, es wird nicht die einzige sein. Oh. Kann man den noch retten? Ach nein! Wir können eine Vision hervorrufen. Komm schon! So ist er also gestorben. Er wollte flüchten und irgendetwas hat die Kiste gegen ihn geschleudert. Wusste ich doch. Da ist schon der Nächste. Und das ist einer vom Rettungsteam. Und er versperrt den Weg. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lebt er vielleicht sogar noch? Das musste ja auch einen Grund haben, dass er direkt vor der Tür liegt. Oder jetzt liegt er. Und du kannst dich gerne woanders hinlegen, Alter. Ich muss da durch. Danke für die Warnung, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss dem Spuk ein Ende setzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das hat er gar nicht mehr auf. An den Anblick werden wir uns gewöhnen müssen. Ja, danke, Kamera. Was? Was? Alter. Am besten gar nicht nach hinten gucken. Schnell, weiter. Was ist denn? Mach auf! Alter! Ich wusste nicht, dass das Spiel Horrorelemente hat! Versuch's bitte von der anderen Seite. Oh Gott. Schnell! Ich weiß nicht, ob das alles Einbildung ist oder ob die Existenzen mich wirklich einschüchtern wollen und von den ganzen Toten Besitz ergreifen. Möglich ist es. Ich meine, Aiden kann ja auch von allem Besitz ergreifen. Gegenstände, Menschen. Somit auch die anderen. Gut, wie geht diese verdammte Tür auf? Das bringt nichts. Ach, hier der Computer. Mann, bin ich dumm. Natürlich. Was? Doch nicht? Da ist noch was. Ah ja, natürlich, das ist das allerletzte, was man hätte finden können. Oh Mann, zum Glück blieb der Typ da hinten liegen. Ich weiß. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Was ist mit dem? Der hat auch so geleuchtet. Ah ja, jetzt können wir ihn abchecken. Wie bist du gestorben? Ich glaube, jetzt wird's langsam brenzlig. Totfallteam weiß Bescheid. Sie sind unterwegs. Ja, sie sind unterwegs. Beziehungsweise sie waren unterwegs, aber sie konnten nicht helfen. Moment. Kann man jeden abchecken? Tatsächlich. Sollten wir auch machen, finde ich. Warte. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Verdammt. Ja, na. Zählt das so? Nein, doch. Oh Gott. Das sind irgendwelche schwarzen... irgendwelche schwarze Nebelmonster. Fuck. Aber Jodie hat... in der Decke sind Schächte. Aiden ja auch so gemalt. Vielleicht, wenn ich da hochkomme. Also die Beschreibung passt. So komme ich da nicht hoch. Aber vielleicht, wenn ich dieses Ding hier umschmeiße, diesen Schrank. Dann eventuell, ja. Komm schon, das schaffst du schon! Nicht? Und mit Aidens Hilfe? Der kriegt das schon hin. Sehr gut. Oben kann ich auch gleich das Gitter aufmachen. Yeah. Warum können nicht alle so nett sein wie Aiden? Stellt euch mal vor,
Wir alle würden durch so eine Existenz unterstützt werden. Das wäre doch cool. Na gut, auf der anderen Seite hätten wir dann noch mehr Chaos in der Welt als ohnehin schon. Gib's ja zu. Man möchte sich gar nicht vorstellen, hätte Trump so ein Ding. Okay. Anderes Thema. Hübscher Arsch. Ich versuche die Atmosphäre ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich hoffe, das ist okay. Angesichts dieser Umgebung ist das auch das Einzige, was ich zur Auflockerung versuchen kann. Oh fuck. Was war das denn? Wurde da gerade noch ein Überlebender gekillt? Einfach mal alles mit einem abchecken. Ah. Toll. Los, gehen wir. Sehr gut. Na gut, der Rest bringt wahrscheinlich nichts. Na, obwohl. Da gab's wohl mehrere Lösungswege. Oder einfach nur zwei Tische. Ah, hier ist noch eine Leiche. Ja. Und das wird zu heiß. Moment. Wie komme ich jetzt zu dem Typen hin? Da ist er. Oh fuck, jetzt habe ich mich aber echt erschrocken gehabt, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Davor habe ich mich nicht erschrocken, aber jetzt schon. Dang. Boah. Der sieht auch echt nicht gut aus. Der Typi, hey. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines stärkeren Bus. Ja. Es hat schon gebrannt und der hat trotzdem noch seinen komischen Unterricht da durchgezogen? Oder waren die Flammen jetzt Hintergrund der realen Welt? Ach, egal. Egal. Ah, was war das? So. Ja. Davon verstehe ich leider nichts. Aber ich denke, das, was dort auf dieser Tafel beschrieben ist, ist das Portal. Wie sie es geschafft haben, es zu öffnen, vermutlich. Okay, wir ziehen aber mal weiter. Weil es ist hier ziemlich heiß und die Luft ist nicht die beste. Kann doch kein Zufall sein, dass das jetzt genau in dem Moment angeht, wo ich aufkreuze. Das war doch mit Sicherheit gesteuert. Fresh Drinks? Na komm, dann lass mal ein paar bestellen. Damit können wir wenigstens die Flammen löschen. Soda. Na dann gib mal eine Sprite her. Oder eine Fanta. Hat der Scheiß wenigstens einen Sinn zu existieren, wenn ich damit ein paar Flammen löschen kann. Nein, ich höre ja schon auf zu haten. Manchmal trinke ich es ja auch. Manchmal. Aus Dosen schmeckt das Shit tatsächlich ziemlich gut. Vor allem Fanta. Aber es ist und bleibt Dreck. Geht auch diese Fanta-Werbung auf YouTube übelst auf den Sack. Die ist so richtig schlecht einfach. Sind Sie verletzt? Können Sie mich hören? Ich schaffe es nicht mehr! Ruhig bleiben!
werden ja richtig gehend durch die Luft gewirbelt, ey. Und da hinten liegt ein Feuerwehrmann. Na klasse. Der kommt her, um zu helfen und bezahlt mit seinem Leben. Klar, das ist deren Berufsrisiko, aber... Das ist schon sad. Was haben sie dir angetan? Oh, ich stelle mich mit dem Räuchern da immer ein bisschen an. Jetzt, okay. Unfair, aber warte, der hat seinen Feuerlöscher da liegen gelassen. Kann man den vielleicht noch... Nee, oder? Kann man den noch irgendwie benutzen? Ah, doch, da ist irgendwas zum Interagieren. Komme ich zumindest hier durch. Ich glaube, zu mehr ist der nicht mehr gut. Aber wobei... Aber da hinten war noch etwas. Da. Was ist das denn für ein Mist? Ach so, von dem Stuhl. Mhm. So kommen wir dann weiter. Ah, alles klar. Sehr gut gemacht, Jody. Da braucht's gar nicht mehr Feuerwehrmann Sam. Haben sich ja noch ein paar verschanzt. Eventuell finden wir noch den einen oder anderen Forscher, der lebt. Da hinten ist noch einer. Aber ich meine, wenn manche jetzt erst sterben, dann muss das doch... Lebt da hinten vielleicht doch noch, den ich gesehen habe? Ich glaube, die Geräusche kommen von ihm, oder? Nee, doch nicht. Der ist tot. Aber wir gucken trotzdem mal rein, was ihm so geschehen ist. Was willst oh, wait! Du hier? Kleines Miststück! Damit wäre bestätigt, dass die verdammten Mistviecher teilweise diese Menschen kontrollieren. Genauso wie Aiden es kann. Aber Moment. Vermutlich müssen sie dafür tot sein, oder? Naja, wobei... Eigentlich nicht. Also zumindest ist es bei Aiden nicht so. Aber ich frage mich, warum der da hinten dann noch lebt! Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Sie sind Svensson. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten! Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Stirb, du Miststück! Stirb! Oh nee, ey, was? Nicht sein. Lass mich.
Was? Alter! Gerade verkacke ich alle Timings. Warte. Feuer schadet ihm? Oder es? Komm schon. Weg da. Tritt ihm in die Fresse. Hä? Ach so. Ich dachte, ich muss treten. Sie wollte dieses komische Ding da hochheben. So ein Schwachsinn. Oh, wobei. Doch eine ganz gute Idee. Oh, ja, das hat jetzt natürlich verstört.